Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Felix Wright. Hey, es ist Tony. Immer noch. Ja. Heute kommt etwas ganz besonders Schönes, wenn ich nochmal auf den Bildschirm klicke, dass ich auf das Spiel irgendwie agieren kann. Ne? Wäre manchmal ganz praktisch und so. Ne? Ja, habe ich gehört. Ich laufe schon mit der Bullshit und das ist nur immer 30 Sekunden dabei. Ach du Scheiße. Gut. Ja, heute gibt's Tauschquest. Wir müssen nämlich diesen Kartenschlüssel der Oldback zeigen, weil sie sagte, sie will ja gerne Hammers, also sie will gerne zu Studio 1, dafür braucht sie einen Kartenschlüssel. Theoretisch. Obwohl sie als Wachfrau wahrscheinlich selbst einen hat. Hey, das Schnauf! Das ist ein Kartenschnauf, Studio 1! Genau, ein Kartenschlüssel zu Studio 1. Und Studio 2, da kann jeder hin, wenn er den Schlüssel aus der Wachstation klaut. Schnauf, Keuch, ich könnte den Herrn Hammer besuchen. Nein, der liegt wahrscheinlich irgendwo in einem Sarg. Ich würde gerne gehen, Schnauf, wo er gestorben ist, puh. Yeah. Die Sätze ergeben keinen Sinn. Oh mein Gott, es ergibt keinen Sinn. Ich war sein Fan. Sein Ventilator. Haben Sie keine eigene Karte vor Oldback? Studio 1 ist nicht mein Revier, Schnauf, Keuch. Ich muss gerade an den Typen aus der dritten Generation Pokémon denken. Rubin, Saphir, Smaragd. Omega Rubin, Alpha Saphir müsste ja auch noch drin sein, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber da gab es einmal diesen Typen bei Laubwechselfeld, wo die ganze Asche runterregnet. Der irgendwie diese Glasflöten machen konnte. Der hat auch jeden Satz mit Schnaufkeuch beendet. Okay, Outback, ich hab dich durchschaut, du führst ein Doppelleben. Sie leihen ihn mir also aus. Wenn ich in den Kartenschlüssel gebe, kann ich nicht ins Studio 1 rein. Machen wir's mal. Ich glaube nicht, dass wir nochmal in Studio 1 müssen. Ich hoffe es jetzt einfach nicht. Also falls wir nochmal rein müssen, kriegen wir das Ding ja auf jeden Fall wieder. Ansonsten hätten wir so einen Gamebreaker. Warum lässt du ihn nicht aus, Phoenix? Ich denke, es kann nicht schaden. Bitte schön, Frau Oldback. Kartenschlüssel an Oldback ausgeliehen. Hören Sie mir zu, mein Junge. Ich stehe bei gerne groß, nicht gerne in der Kreide. Nehmen Sie die hier und wir sind quitt abgemacht. Was ist das? Eine Sammelkarte vom Steel Samurai? Sowas gibt es. Naja, es gibt ja auch Handy-Trageschlaufen vom Steel Samurai. Dieser raffinierte Junge hat sie fallen lassen. Ich glaube, sie ist ihm ziemlich wichtig. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe eine Verwendung dafür. Man könnte sie essen! Das muss wohl die Geißel sein, von der sie sprach. Ja, tolle Geißel. Gut, ich bin dann weg. Da geht sie und humpelt zum Studio. Und ich hau ab. Zum Personalbereich. Umkleide. Hey Bursche. Hast du Bock auf Kartenspiel? Zeit für ein Duell! Ich glaube nicht, dass das mit diesen Karten funktioniert. Tja. Cody, kommt dir die bekannt vor? Hey, meine UR. Ich kenne URL, aber UR weiß ich doch nicht. Hä, deine was? U.R. Sie wissen schon, Ultra Rare. Ach, Ultra Rare. Diese Karte ist richtig schwer zu bekommen. Lass mich raten, du ziehst sie per Zufall aus irgendeinem Booster, so wie jede scheiß andere Karte auch? Oh, ja, das ist schwer. Das ist teuer. Mann, feine Erwachsenen sind dir aber ganz schön auf den Kopf gefallen. Ich gebe sie dir, wenn du mir hilfst. Aber das ist meine Karte, indem sie mir etwas anbieten, was mir schon gehört. Und da graben sie das Fundament unserer Konsumgesellschaft. Das Fairness-Prinzip. Das Leben ist nicht fair, Bursche. Mann, für einen Erwachsenen sind sie aber ganz schön auf den Kopf, das sagtest du schon. Was wird diesen Kids heute in der Schule beigebracht? Quantenphysik? Schön wär's, ich habe in der Schule nichts als Bullshit gelernt. Gut, Mathe kann man vielleicht nochmal irgendwann gebrauchen. Aber auch davon die Hälfte nicht. Plus rechnen, Minus rechnen, mal durch. Was brauche ich noch? Nix? Oh, gut, dachte ich mir. Quantenphysik, schön wär's. Hätte ich echt mal interessant gefunden, wobei es vielleicht für Schule ein bisschen hochgegriffen ist, aber gut. Wie auch immer, ich brauche diese Karte nicht. Hä? Ich hab sie doppelt.
Oh. Behalten Sie sie nur, sie gehört Ihnen. Was? Nachdem ich so viele Scherereien damit hatte. Ja, ich muss deinen Kartenschlüssel abgeben. Wenn Sie tauschen möchten, dann bringen Sie mir eine wirklich seltene Karte. Richtig selten? Du meinst, es gibt etwas Selteneres als Ultra Rare? Bei Ultra Rare soll es hier, glaube ich, heißen, weil Rare müsste eh am Ende stehen, weil so eine scheißegal deutsche Aussprache klingt. Kacke. Die Ultra Rare und Premium Karten sind wesentlich seltener als Ultra Rare Karten. Klingt logisch. Also echt. Mein feiner Erwachsener, du wiederholst dich, Bursche. Wer hat da zu viel Copy and Paste mit den Textboxen betrieben? Premium, warum habe ich das Gefühl, wir reden von Sekt? Keine Ahnung. Mit Sekt kenne ich mich jetzt auch überhaupt nicht aus. Premium Sekt? Kein Schimmer. Kein Schimmer, wie das zusammenhängt. So, gut. Wir dürfen also eine seltenere Karte suchen. Na, komm, lass mal auf die Straße gehen. Vielleicht finden wir ja welche. Ne, auch da erinnere ich mich, weil ich eine Weile gesucht habe. Wir könnten ja zu Powers gehen. Vielleicht sammelt der Karten. Nein. Also das ist jetzt einfach ein bisschen Sucherei. Bis man das findet. Und wir müssen zu Studio 2. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man unbedingt darauf kommt. Und ich hatte recht, da hinten ist ein Tor. Da hinten. Man wäre also locker hier rausgekommen, auch wenn der Affenkopf da liegt. Man muss nur das Tor aufmachen. Kann ja nicht so schwer sein. So, Wohnwagen. Denn hier finden wir durch Zufall die Vakessis, die größte Kartenspielerin der Welt. Und ja, ich meine die Stil-Samurai-Karten. Nein, natürlich nicht. Penny. Oh, hallo. Hallo, was führt Sie hierher? Ja, ich musste einiges Zeug arrangieren. Es... Ja? Das Mädchen bei Ihnen, ist sie nicht etwas verändert? Und ja, ist sie überhaupt dieselbe Person wie vorher? Körperlich ja, geistig, nee. Nee, sie ist genauso wie sonst auch. So wie sonst auch. Ja. Okay, wenn Sie das sagen. So, man muss jetzt darauf kommen, dass man halt... Stopp, stopp, stopp. Kann ich mit dir reden? Kann ich! Haben Sie diesen Jungen seither mal gesehen? Nee. Sie haben aber was verpasst. Die Wachfrau hat den Jungen so herumgejagt, dass ich dachte, sie bricht zusammen. Ist sie auch fast. Natürlich ist er schließlich entwischt. Junge hat die sich geärgert. Wir haben sie übrigens auch dabei gesehen... Wir haben sie übrigens auch dabei gesehen. Wie geht es der alten Schwätzerin? Sie hat in... Also ich glaube, das war gerade Phoenix, der es gesagt hat. Ich habe noch nicht gelesen, was da oben stand. Sie hat in der Wachstation Donuts in ihren Fäusten zerquetscht. Hey, die Donuts kann man noch essen! Manche Leute nehmen ihre Arbeit etwas zu ernst. Ja. Sind alle Poster an der Wand hier von Hammer? Ja. Es ist ein schrecklicher Verlust für die Studios. Aber seine Popularität hat in letzter Zeit abgenommen, nicht wahr? Stimmt. Aber nach allem, was passiert ist... Nachdem was passiert ist. Sie meinen, Sie wissen nicht über Hammer Bescheid? Scheinbar nicht. Tut mir leid, ich hätte nicht sagen sollen. Also jetzt bin ich aber neugierig, du. Moment mal. Jetzt müssen Sie mir erzählen, was mit Hammer passiert ist. Tut mir leid, ich bin wohl nicht diejenige, von der Sie es erfahren sollten. Ist mir scheißegal, von wem ich das erfahre. Und wenn's der, hier der Regisseur sein muss. Warum habe ich das Gefühl, dass hier etwas vertuscht wird? Keine Ahnung, Phoenix. Na gut. So, genug geredet. Wir müssen darauf kommen, ihr diese scheiß Karte zu zeigen. Was früher oder später der Fall ist, wenn man einfach blind durch die Gegend rennt und jeder verkackten Person in diesem Spiel diese Karte zeigt. Wissen Sie irgendwas darüber? Hey, das ist eine Sammelkarte vom Stil-Samurai. Ich sammle die übrigens. Ja. Mir fehlt nur noch eine Karte zu einem vollständigen Satz. Ja, Satzbau ist schwierig, ne? Vollständiger Satz? Ja, ein Satz mit jeweils einer von diesen Karten. Hä? Moment mal! Ich muss auf meinen Schreibtisch aufpassen. Das ist die fehlende Karte. Wissen Sie, wie lange ich danach schon suche? Ist mir egal, was Sie von mir halten. Ich brauche diese Karte. Bitte, ich will sie ja nicht, tausche sie mit ihm. Ja, Karten tauschen. Schauen Sie, ich gebe Ihnen sogar die Ultra-Rare-Premium-Karte.
Ich verstehe es nicht. Nein, ernsthaft, ich kenne das Pokémon-Kartenspiel, zumindest grob die Regeln und Yu-Gi-Oh! Und da weiß ich, wie man das spielt. Reicht das nicht irgendwie? Das mit dem Sammeln und Tauschen habe ich noch nie so ganz verstanden. Also ja, tauschen, klar, aber warum sammelt man die Dinger überhaupt? Also ich will einer von jedem Karten haben. Ja, toll, bei so vielen wie es gibt, dauert das eine Ewigkeit, vor allem, weil immer neue kommen. Na, scheiß drauf. Sie geben mir eine... Hä? Ja, das ist ein gutes Angebot für ihre... Ja, whatever. Phoenix, siehst du nicht, wie verzweifelt sie ist? Warum ticken jetzt alle so aus? Ich rall's nicht. Nimm die Scheißkarte. Nimm die Scheißkarte, okay. Wirklich, danke. Dann gehört sie jetzt Ihnen. URP-Karte. Nee, URL. Sogar ich dachte, hinzugefügt. Das wäre doch was. Yu-Gi-Oh-Karte URL. Oder irgendwie so ein ewig langer HTTP irgendwas. Yippie! Da geht sie hin. Und ich rall gar nichts mehr. Fühlst du das nicht gut, an sowas Nettes zu tun? Ja, bestimmt. Okay. Wir gehen mal zurück zu Cody. Funny, wie? Es sind scheiß Papierfetzen, jetzt mal ehrlich, dafür braucht man nicht so ausrasten. Ja, wobei, wenn ein neues Pokémon-Spiel angekündigt wird, raste ich auch aus. Ah, okay, ich seh's ein. Ich seh's ja ein. Wenn ein neues Zelda-Spiel angekündigt wird, dreh ich auch durch, ne? Ah, okay, okay, okay. Obwohl, das ist was anderes. Irgendwo ist es was anderes. Umkleide, ja, genau. Digga, ich habe eine URL-Karte für dich. Ja, das heißt jetzt URL. URP ergibt für mich keinen Sinn. Siehst du diese Karte? Ja, und raten Sie. Moment mal! Wie oft habe ich in dieser Folge schon auf den Tisch gehauen? Am Ende wird mir meine Hand wehtun. Das sehe ich schon am Ende der Aufnahmesession. Warten Sie, das ist sie! Das ist die letzte Ultra-Rare-Premium-Karte, die mir noch fehlt. Na, so ein Zufall. Es war bei Penny die letzte, die fehlt. Es ist bei Cody die letzte, die fehlt. Gut, dass die beiden sich vorher nie getroffen haben. Sonst wären wir am Arsch gewesen, ne? Ja, genau. Ja, es ist immer die letzte. Es klingt schon fast ein bisschen, ja, zugemacht. Ach, bitte geben Sie sie mir. Sie müssen sie mir geben. So motiviert habe ich noch nie erlebt. Na gut, okay. Wie wär's mit einem Tausch? Bin dabei! Ich biete Ihnen einen Samurai-Speer und gebe Ihnen den bösen Richter dazu. Ich beschwöre Kurigo im Angriffsmodus, oder wie läuft das jetzt? Nein, schon klar, okay. Okay, der Pikachu im Angriffsmodus, das ist viel effizienter. Gerade bei Pikachu. Nein, 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 nicht diese Art von Tausch. Ich will keine Karten, ich will Informationen. Hä? Sind Sie sicher? Na, wie Sie wollen. Cody die Karte gegeben. Okay, Phoenix, dann wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Falls er etwas weiß, was uns weiterhilft, können wir ihn morgen als Zeugen aufrufen. Okay. Alles klar. Okay. Ich habe zwar immer noch nicht den Wirbel um die Karten verstanden, aber es war eine lustige Tauschquest. Tja, okay. Du magst also den Stil-Samurai. Er ist so cool. Ich glaube auch. Ja, stimmt. Sie beurteilen ihn nach seinem Aussehen. Sie müssen seine Taten, sein Leben betrachten. Über ein Leben? Ein Grundschüler belehrt mich über das Leben. Sie mögen ihn auch, oder? Ja, schon. Ich liebe den Stil-Samurai. Dann sagen Sie mir, was Sie am Stil-Samurai am meisten mögen. Seine Kampfkünste. Es ist... Der ist mega krass. Ich meine, der kann bestimmt Tai Chi. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich mag es, wenn er seine Feinde vernichtet. Ja, Zarab. Hätte ich mit Doppel-R geschrieben. Der Stil-Samurai gewinnt immer, immer. Schauen Sie sich das an, das ist mein Fanalbum. Was ist das denn? Das sind alles Fotos vom Stil-Samurai. Ich gehe zu jeder Live-Vorführung.
blöden Stuntshows, bei denen sie sich in der Öffentlichkeit verprügeln? Ich mache immer ein Foto, wenn der Sinsamurai in den finalen Schlag landet. Zarab! Ich habe sie alle, ich habe keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Schauen Sie sich's an, meine neue Digitalkamera. Wow, ich bin beeindruckt, das neueste Modell, oder? Natürlich, meine Dame, ich habe sie gerade zu meinem Geburtstag bekommen. Mein Album hat auch einen Namen, der Stilsamurai, Weg zum Ruhm. Der Stilsamurai gewinnt immer, immer! Hey, wenn Sie es möchten, können Sie es haben, meine Dame. Wirklich? Bist du dir sicher? Ja, ich habe diese Fotos mit meiner Digitalkamera gemacht. Ich habe alle Daten daheim. Ich kann sie also immer wieder ein neues machen. Klingt eigentlich logisch, aber warum hast du es dann überhaupt ausgedruckt? Na, wobei, kann man schon verstehen. Manchmal ist es doch schöner, Sachen in Papierform zu haben. Nun, dann nehme ich es natürlich gern. Vielen Dank. Weg zum Ruhm erhalten! Wie kommt es, dass Leute mir immer Zeug geben? Was für ein Leben. Ja, in gewisser Weise relativ einfach. Mia ist halt sehr beliebt. Du nicht, Phoenix. Du nicht. Du warst hier am Tag des Vorfalls, stimmt's? Ja. Stopp, die Musik ist weg. Oder ist das nur bei mir? Hast du irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Cody? Cody, er muss es wissen, denn er kämpft für die Gerechtigkeit. Ist das nicht das Motto des Stil-Samurai für große Gerechtigkeit? Ernsthaft? Haben wir das schon mal irgendwo gehört? Du musst uns helfen, damit wir auch große Gerechtigkeit, damit wir auch für große Gerechtigkeit kämpfen können. Ich habe alles gesehen. Tja, nun, vielleicht kriegen wir doch noch etwas aus ihm raus. Was hast du denn gesehen? Was hast du gesehen, hä? Cole, ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen. Was hast du am Tag des Vorfalls gesehen? Warum sprechen Sie so komisch? Neue Musik. Ich bin am Tag so gegen 14 Uhr dort angekommen. Ich musste durch den Wald gehen, damit die alte Dame mich nicht sieht. Irgendwie hatte ich mich verlaufen. Ich war so etwa eine halbe Stunde da drin. Dann war ich endlich beim Studio. Danach... Was war dann, Cody? Der Stil-Samurai hat den Bösewicht getötet. Er hat seinen Samurai-Speer verwendet. Wie immer! Ein Wurf, ein Treffer! Das klingt dämlich, wenn du nur einen sperrst und den wirfst, hast du keine Waffe mehr. Ist dämlich, oder? Es ging so schnell, da bekam ich Angst. Danach ging ich heim. Verstehe. Das muss hart für dich gewesen sein. Mann, sie sagen nette Dinge, aber es kommt offensichtlich nicht von Herzen. Stimmt. Mia, ich brauche Hilfe. Ja. Ich denke, wir können jetzt mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Stil-Samurai es war. Stimmt wohl. Der Regisseur hat ein Alibi. Das war er es nicht. In der Tat. Also kommt nur noch Will Powers in Frage. Das ist unpraktisch. Ich muss zugeben, das ist wie ein Schock. Wenn du diesen Jungen in den Zeugenstand rufst, wird dein Mann dann schuldig gesprochen. Dann rufen wir ihn eben nicht auf. Ich glaube, das wäre schlau. Am besten lassen wir ihn in Ruhe. Nicht so schnell, mein Lieber! Ach, Digi, weißt du, ich hab dich zwar echt gern, aber jetzt gerade kommt's so unpassend. Ich habe alles gehört! Dieser Junge hier ist ein wichtiger Zeuge und er befindet sich unter Polizeischutz, und zwar ab sofort! Komm mit, mein Sohn! Du hast eine Verabredung mit mir auf dem Polizeirevier! Nein, ich komm nicht mit! Das lief nicht so gut. Wir sind wieder bei Null, Hinweisen. Jetzt haben wir auch noch ein echtes Handicap vor Gericht. Was machen wir jetzt, Mia? Tja, ich muss weg. Mach dir keine Sorgen, Phoenix. Ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Moment mal. Komm bitte morgen zum Prozess, ich brauch dich. Phoenix, darf ich dich was fragen? Glaubst du wirklich, dass der Paus unschuldig ist? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es mal. Natürlich ist er unschuldig. Das wollte ich nur hören. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns im Gericht. Großartig. Danke, Mia. Bis bald. Das war nicht sehr hilfreich. Erstaunlicherweise. Yay!
Speichern. Beim nächsten Mal. Wieder Fortsetzung folgt, aber nicht sofort. Gutes Timing. Naja. Ich denke, ja. Morgen dann Gerichtsverhandlung. Gesichtsverhandlung. Wir verhandeln mit Gesichtern. Ich tausche dieses Gesicht und dieses gegen die beiden da vorne. Ist mir schon wieder beim Tauschen angekommen. Bevor ich weiteren Bullshit laber, bis zum nächsten Mal. Ciao.